Pott, Plog. Pütt, schon geschlossen. Pott, nur noch Importware. Plog, ohne Zukunft. Auch Wahrzeichen können sich ändern. Suchen wir neue. Wir als Literaturkreis möchten an sogenannten Erzählorten oder Erzählstationen im Trialog auf Wissenswertes aus der Stadt aufmerksam machen. Wir wollen auch die Fantasie anregen und durch unsere eigenen Geschichten und Lyrik ihnen Kraft geben, den Alltag zu bewältigen. Warum eigentlich nicht chillen an der Verse? Statt nur dran langlaufen, joggen oder Radfahren, habe ich mir gedacht. Ich komme hier oft genug lang und ich finde, dass man beispielsweise mit diesem Stück Grün nichts besser anfangen könnte, als es einfach wegzubaggern und die Verselagune einzurichten. Ausbaggern, Verse reinlaufen lassen, Enten drüber, vielleicht eine Fontäne rein und rundherum jede Menge Liegestühle und fertig ist die Verselagune. Prost! Wir hatten die Idee in der Ortsgruppe, unsere Buchstaben von Stadt 7 der Nachwelt erhalten zu lassen. Und wir haben uns Gedanken gemacht, diese möglicherweise auf der schönen Halde unterzubringen. Dort kann man diese Buchstaben dann schon von Weitem erkennen, wie in Hollywood. Ich stehe hier auf der ehemaligen Zechenbahntrasse und fühle mich gleich zurückversetzt in meine eigene Kindheit. Vor rund 50 Jahren war es für mich ein großes Geheimnis, wohin die Züge fuhren, die die schweren Kokswagen hinter sich herzogen. Jetzt weiß ich es. Es ist ein Bestandteil des Trialogs, dieses Drei-Wege-Systems. Und es wäre wunderbar, diesen Weg zu erschließen für Kinder, für Familien, ihn auszustaffieren mit Schaukeln, die in gewissen Abständen immer wieder neue Anreizpunkte für die Kinder bilden würden, wo Kinder sagen, auf zur nächsten Schaukel und ehe sich Papa und Mama versehen, ist ein Nachmittag verbracht und die Kinder haben richtig Kilometer gemacht und vor allen Dingen sehr, sehr viel Freude gehabt. Wir sind begeisterte Inlinefahrer und würden uns freuen, über den Trialog eine glatte Fahrbahn zu bekommen, auf der wir unsere Touren drehen können, damit wir nicht immer auf Schotter oder gepflasterten Straßen fahren müssen. Da die Landesgartenschau 2017 in Aalen stattfinden wird, würden wir gerne eine Dirtline an der Zeche bauen lassen. Und was ist eine Dirtline? Eine Dirtline ist eine Strecke mit aufeinanderfolgenden Rampen, wo man mit dem Fahrrad drüber springen kann. Und wir würden auch gerne ein paar Bänke zum Hinsetzen haben. Thank you.
Ja, das wäre ja schön. Ja, sehen, wie schön es hier auch sein kann. Da ich ja drei Kinder habe und alles, schön spazieren gehen und da ist auch ein Spielplatz. Ja, finde ich ganz gut. Nicht nur einfach sagen, ja, ja, ja und an der Seite gehen und nichts mehr machen, sondern wirklich auch mit Herz und Seele mit dabei sein. Ich finde das gut. Ich habe auch schon einen Vorschlag gemacht da. Wunderbar. Ich bin schon vor 15 Jahren mal in Planung gewesen. Aalen muss ich doch mal abheben, ne? Ja, sicher. Ja. Nicht Platz genug ist doch da. Ja. Fragen Sie doch mal, wie viel Platz da ist, was an der Zeche rundum ist. Reichlich gut. Bloß wir, ob ja. wir hier genug haben, das ist das Problem. Aber wenn hier die Gartenschau ist, dann wäre das ganze Ruhrgebiet da schon mit zufrieden. Das Zechengelände ist ein hervorragender Standort. Und deshalb ist Aalen eigentlich einer mit der Favoriten. Riesenchance für die Stadtteile, die eigentlich getrennt worden sind, zusammenzuwachsen. Ob es von der Langst, Stadtpark, Berliner Park, Zechenpark, wenn wir uns diese Parklandschaften anschauen, dann ist das Aalen die Industriestadt im Grün. Vom Zechenberg bis hinten zur Kläranlage durch Grün. Wenn du die Ruine bei Narrat beguckst, dann hier... Autsch, sag doch sowas. Nein, ist doch klar. Das ist eine Abschreckung von Aalen. Das wäre schön, wenn das weg wäre. Autsch. Weil Aalen das bitter nötig hat, mal hier was zu sehen. Weil das ein Wir-Gefühl schafft in Aalen. Für Jung und Alt, für Migranten und für Nicht-Migranten und für Engagierte und für die Leute, die sich vielleicht noch engagieren wollen irgendwann mal. Und das kann so einen richtigen guten Impuls für unsere ganze Stadtgemeinde sein. Ich hoffe sehnsüchtig, dass sie nach Aalen kommt. Was Besseres kann uns doch nicht passieren. Was Besseres kann uns doch nicht passieren.